Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Kurz überlegen, wo waren wir denn in der letzten Folge stehen geblieben? Wir waren dabei, die Spinne zu töten. So, weg ist er. Ja, wir waren hier auf jeden Fall bei dem riesengroßen Haus, was eigentlich noch riesiger wird. Was ja jetzt hier eigentlich so ziemlich mickrig noch ist. Wo kommen denn ganzen Spinnen her? Stirb. Genau, ein Creep auf dem Dach. Mistvieh. Finde ich nicht so geil. So, das hier können wir eigentlich lassen, weil da kommt ja dann eh der Boden rein. Und ich würde sagen, da wir jetzt hier den Eingangsbereich haben, können wir hier mal ein bisschen rumschaufeln. Mal Enderman hilft uns auch. Und weg ist er. Siehst du? Dann können jetzt ganz viele Enderman kommen und uns den Boden bitte hier mal abtragen. Wäre ganz nett. Da wäre ich ganz doll dafür. Obwohl, warte mal, wir brauchen ja gar nicht den Boden hier weiter weg machen. Sondern, was brauchen wir? Erstmal brauchen wir Platz. Und dann müssen wir mal gucken, dass uns jetzt der Creeper hier nicht erwischt. Da ist der Enderman. Oh. Die Frage ist, wo ist der hin? Da ist er. Ich die Viecher hasse. Unglaublich. Wir haben eine Erfahrungsmurmel, die nehmen wir auch mit. So, dann packen wir meinen ganzen Müll hier rein. Wir haben noch Äpfel. Immer aufpassen so. Ich stelle mich mal hier in die Ecke. So. Oh, Pfeile rein. Holz brauchen wir jetzt gar nicht mal so alles. Fäden. Die Erde, Sichtenholz, guck mal rein. Pflasterstein. So, und Treppen brauchten wir. Das sind eindeutig zu wenig. Mist, da müssen wir unser Holz nochmal so ein bisschen verballern. Machen wir mal so. Und dann gehen wir mal hier an die Werkbank und dann machen wir es so. Aber wir brauchen jetzt schon so ein paar. Eigentlich auch nicht ganz so viele, müssen wir mal gucken. So, und dann haben wir so Treppen, dann haben wir, ja gut, müssen wir mal gucken. Wie weit wir kommen und dann können wir ja immer noch ein bisschen was erstellen. An Treppen und so, ihr wisst, was ich meine. Aber das ist das hier, Mann, hier wurde geschlammt. Baumstämme. So. Ach ja. Genau, hier war ja was. Da mussten noch Baumstämme hin. Können wir ja auch mal gleich noch so setzen. Und dann geht er weiter. Das war's. Gut. Halb so wild. Oh, hier ist ein bisschen viel. Und dann müssen wir mal die Abstände abchecken. Das müssen wir nämlich gleich machen, weil nachher könnte es sein, dass wir dann wieder zu wenig Platz haben. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ein nach hinten. 1, 2, 3. Andererseits, ich hatte ja auch letztens wieder eine Idee. Verdammt. Okay, ist egal. Machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5. Treppe. 1, 2, 3. Falsch. Ein nach hinten. So. Jetzt habe ich die Axt weggepackt. Verdammt. Die löst sich auch bald wieder auf. Hammer. Super. So, und ich versuche jetzt natürlich hier die Folge jetzt nicht einfach so hinzuschnetzeln. Das ist nämlich die Folge von heute. Ich bin nämlich etwas in Verzug, muss ich zugeben. Da ich gestern ein bisschen sehr lange gemacht habe. Wir haben jetzt nämlich auch einen Minecraft-Server, auf dem wir zurzeit rumbasteln. Und da haben wir, glaube ich, gestern richtig übertrieben. Wir haben, glaube ich, 12 Stunden oder so Minecraft gemacht. Jetzt brauchen wir Holz. Achso, können wir hier lang. Ah. Ja, haben auf jeden Fall 10, 12 Stunden irgendwie an den Minecraft-Server geackert. Und ja, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Also ich denke mal, wenn der denn mal nach was aussieht, dann kann man den auch Menschen zeigen. So richtigen Menschen. So mit und so. So wie du und ich. Also mehr du, ich nicht.
Achso, und ich glaube. Genau. Ich habe jetzt auch endlich ein eigenes Skin. Danke nochmal an 26 Miles Away für die Erstellung. Ich hätte ja beinahe vergessen, so schnell war wie Angerüstung, bevor der nächste Creeper kommt und uns wieder ganz hart mobbt. Ich werde die Treppen jetzt mal nur 3 breit machen. Weil man muss ja nicht so übertreiben. So. Dann müssen wir hier. Müssen wir natürlich genau abschätzen. Oder abmessen. Oder abschätzmessen. Abschätzen. Wie hoch wir das jetzt. Also ist klar, wie hoch wir das machen bis zur nächsten Etage. Ja. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. So, dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal schon mal so grob alles fertig. Dann können wir hier nämlich das Holz reinsetzen. So. Wäre auch schön, wenn der Enderman nochmal vorbeikommt und uns den einen oder anderen Grasblock. Ja, halt auch den Glasblock von mir aus. Grasblock abnimmt. Diese schwere Sprache. Ist immer so eine Sache. So. Und haben wir Erde dabei? Ja, ein Klecks. So, dann müssen wir das hier natürlich wieder alles ausfüllen. Also wieder, ich weiß ja nicht, ob es vorher schon mal ausgefüllt war. Oh je. Die Erde wird nicht reichen. Da brauchen wir noch mehr. Aber ist kein Problem, wenn wir machen mal ein bisschen Erde los. Davon haben wir nämlich mehr als genug. Zack. Erde, Erde. Falsche Richtung. Starke Orientierungsprobleme in Minecraft-Folge. Keine Ahnung, welche, wie viel das ist. Also wie viel das jetzt ist. Schwere Sprache. Nein, Quatsch. Ich habe heute einen leichten Sprachbug. Ich denke mal, das verzeiht ihr mir nicht. Macht sich auch mal gut so als Let's Player, so ein Sprachbug. Den habe ich ja in letzter Zeit öfters. Finde ich eigentlich nicht so pralle. Dann kann hier Erde rein. So. Gott, ey, wir brauchen so viel Holz. Wir werden jetzt wahrscheinlich unser ganzes Holz hier verballern. Noch hält unsere Axt durch. Noch. So. Das war's dann schon wieder mit dem Holz. Dann haben wir noch die paar Baumstämme. Und dann. Ja, wir müssen aber da. Wir brauchen ja Holz. Wir brauchen Holz. Jetzt überlege ich gerade. Ja, so können wir das machen. So können wir das machen. Dann muss da Holz rein. Und dann. So. Und dann kommt das hier. So. Ja, das hier kommt auch wieder alles weg. Ich muss ehrlich sagen, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Aber gut, da wird uns auf jeden Fall noch was einfallen. Ich kann ja mal die Schaufel verbraten, noch ein bisschen. Bin auch blöd, ich gehe Erde holen. Obwohl wir die ganze Zeit hier sowieso dann das ganze Feld abbauen müssen. Am Arsch. Ja gut, das war dann wieder ein Fail von meiner Seite aus. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was für ein inkompetenter Typ ich bin. So. Machen wir das hier mal alles so weg. Dann müssen wir dann mal eh gucken, da werden wir das eine oder andere Holzstück wieder rausrupfen können. Kann man das denn jetzt hier so? Cool. Kann man ohne Bedenken rausnehmen. Sehr schön. Dann haben wir noch mal ein bisschen was gespart. So. Ja, es wird auf jeden Fall ein ziemlich großes Projekt hier, muss ich ehrlich zugeben.
Aber gut, das ist ja nur zu eurem Vorteil. Jetzt müsste das hier die Decke sein, oder? Autsch. Ja, ist sie. Das ist die Decke. Aber es wird dunkel. Ich glaube, ich gehe mal erstmal schlafen. So, erstmal müde sein und schlafen gehen. Und wobei das eine mit dem anderen selten zusammenpasst. Ihr kennt es ja bestimmt. Man wacht morgens auf und denkt sich so, boah, ne. Ne. Lieber nochmal liegen bleiben. Aber gut, lässt sich ja nun selten vermeiden. Und dann liegst du abends im Bett, bist eigentlich völlig fertig vom Tag und kannst partout nicht schlafen. Total ätzend. Dann liegst du dann wach. Es wäre natürlich immer besser, wenn es andersrum ist. Aber es ist auch irgendwie vom Biorhythmus abhängig des Menschen. Habe ich zumindest mal gehört. Es gibt nämlich die Eule und es gibt die Lerche. Und die Eule ist ja so ein, vom Typ her eine Person, die nachtaktiv ist. Also eher nachtaktiv, nicht unbedingt komplett, aber so. Den Personen fällt es halt schwer, morgens aus dem Bett zu kommen und abends früh ins Bett zu gehen. Die schlagen sich dann meistens die Nächte um die Ohren und im Gegensatz zu der Lerche, die sobald der Wecker klingelt, hellwach im Bett steht und abends halt auch ins Bett geht, ziemlich früh und dann einfach schlafen kann. Und ja. Zu welcher Kategorie zählt ihr euch denn? Schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Also ich persönlich bin ja die totale Eule. Kann abends nicht pennen und morgens, ja, denke ich denn doch eher so. Oh, nee. Aber das kann man wohl auch trainieren. Hab ich gehört. Also das Thema an sich, das habe ich in der Schule gelernt. Ich habe nämlich dann doch zwischendurch mal aufgepasst. Und das zweite war jetzt mehr so eine Vermutung. Also ich hoffe es ja insgeheim, dass man das vielleicht doch trainieren kann. Man sagt ja immer, der menschliche Körper gewöhnt sich an alles. Außer, dass er keine Axt mehr hat. Mann. Ich glaube, wir werden jetzt gleich mal eine neue Axt machen. Ist schon wieder dunkel? Nee. Ma. Nein. So. Ja, wir versemmeln jetzt hier noch das Holz und dann. Oh, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Und dann gucken wir jetzt mal wegen einer neuen Axt. Oh, jetzt müssen wir da hinten runter. Verdammt. So. Haben wir Sticks bei? Haben wir. Haben wir hier Eisen? Hä? Da. Ah, wir kennen Eisen mehr, Leute. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, eigentlich reicht ja eine Axt. So. Aber wir können uns auf jeden Fall noch mal ein paar Schäufelchen machen. Hallo? Ein paar Schäufelchen, habe ich gesagt. So. Eisen rein. Können wir die Erde mal ein bisschen ablegen hier? Davon schleppen wir schon mal viel zu viel mit uns rum. Ich habe noch normale Steine hier drin. Hier ist noch mehr Eisen. Da fehlt Kohle. Da ist Kohle. Da können wir ja. Hatten wir nicht noch. Da haben wir noch Pflasterstein. Können wir da mal reinpfeffern. Hier ist noch Glas drin. Hier ist noch mehr Eisen drin. Und hier ist nichts drin. Cool. Okay, Eisen rein. Die Schwerter ja auch da reinpacken, die brauchen wir jetzt nicht. Jetzt haben wir ein dickes Dierschwert. Verstehst du? Was wollte ich denn jetzt machen? Völlig ausrasten. Nachher Holz. Irgendwas war mit Holz. Glasscheiben können wir auch mal hier reinpacken. Also die Glasblöcke sind es ja noch. Ach ja, wir waren ja out of Holz. So. Und dann wollten wir uns eigentlich nur eine neue Axt machen. Jo, und dann wollten wir hier so voll krass weitermachen.
mit der Holz zerlegen. So, obwohl es auch nicht so viel bringt, jetzt den Fußboden hier aus zu Dingsbumsen. Außer hier. Hier nicht. Weil hier kommt ja dann wieder eine Steinziegelwand rein. Da unten hätten wir auch Erde reinmachen können. Egal. So, zumindest haben wir von den Steinen richtig viele. Da wird uns auf jeden Fall so bald keine Knappheit überraschen. So, und dann kommt das hier auf jeden Fall hin. Ich mache die Treppe jetzt bewusst ein bisschen kleiner. So. Dann kommt das so. Und so. Ja, es nimmt langsam alles Form an. So, mal gucken, ja, wie wir das am dümmsten machen jetzt weiter. Schaufel haben wir hier. Und dann können wir hier eigentlich weiter die Erde abtragen. Obwohl hier, nee, hier ist es gar nicht mal nötig. Also setzen wir die Erde wieder hier hin. So. Und dann wird hier nämlich die Wand weitergezogen. Uncool. Wenn wir das so machen, dann müssen wir das hier auch so machen. Ach, ist das alles wieder kompliziert. Wenn wir die Treppe eins nach vorne setzen, würde das gehen? Ich meine, wir müssen... Ah, das Problem wäre ja denn... Nee, doch, dann wäre der Gang 3 breit. Wieso ist der jetzt so nur... Wieso ist denn der nur 4 breit? Achso, weil ich das ja... ich wieder gefailt habe, wie so ein Napp. War auch unnötig. Egal. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier das ganze Holz rausreiße? Obwohl es ja eigentlich 5 breit sein sollte. Aber ich denke mal, so ein 3 breiter Gang müsste auch reichen. Das reicht völlig aus. Für unsere Verhältnisse hier. So. Dann passt das auch mit den Fenstern. Es muss passen, es muss einfach. Geht gar nicht anders. Ich habe sonst überhaupt kein Verständnis für. So. Kann man hier wieder Erde reinsetzen. Die wir hier vorher so großzügig rausgesammelt haben. Und dann kommt da Steine, Stein drauf und dann müssen wir, alles klar. Also wieder raus mit dem Stein. Jetzt haben wir wieder keine Erde. War es nicht so schlimm. So, dann setzen wir das hier hin. So, passt genau. Dann müssen wir hier die Steine raussammeln. Hier die Treppe wegmachen. Okay. Treppe. Da. So. Hier hinsetzen. So. Und der Rest passt ja denn eigentlich. So. Dann kommt das hier wieder weg. Und stattdessen muss dann hier das Holz wieder raus. So. So. Und dann... So. Das ist auf jeden Fall alles nicht so einfach. Also eigentlich schon. Eigentlich schon, aber wenn ich hier nicht so oft failen würde, dann wäre das alles vielleicht ein bisschen einfacher. Ach so, genau. Ich muss ja hier dasselbe nochmal machen. Nur die Treppe. Komm, wir machen das jetzt so. Ich habe jetzt keine Geduld mehr. Für die Scheiße hier. Nein, Quatsch. So. Und so. Nein, so nicht. So. Okay. Ja, es nimmt doch langsam, aber sicher Form an. Ganz langsam.
So. Und ich muss sagen, dass ich dann jetzt so... Ja, haben wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück geschafft. Was ist denn das für ein Lied? Ah, YouTube Audio Library mal wieder. So, verziehen wir uns hier in unseren Safe Room. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge schnell hochladen, weil hab nicht mal mehr eine Stunde Zeit, ne? Also bis zur nächsten Folge, macht's gut, bis denne und tschaußen.